Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder etwas extrem Cooles für euch. Und ich habe wieder ein neues Format gemacht. Ich habe wieder 5 Zuschauer hier eingeladen, sich gegenseitig zu duellieren um 50.000 Griefer Games Dollar. Einer von ihnen wird heute 50.000 nach Hause nehmen. Und zwar geht es heute darum, dass sich die 5 quasi einigen müssen auf eine Person, die die 50.000 sozusagen am meisten verdient hat. Und zwar wird das so laufen, es wird 4 Runden geben. Und in jeder Runde werde ich eine kleine Frage stellen. Und jeder muss die Frage beantworten. Und derjenige, der halt quasi am unsympathischsten ist oder wo die Leute denken, der hat es am wenigsten verdient. Also alle 5 Zuschauer können dann quasi abstimmen, wen sie aus der Runde rausvoten wollen. Das heißt, jede Runde fliegt eine Person raus und wer dann halt am Ende übrig bleibt, kriegt die 50.000. Und es gibt in diesem Video auch eine kleine Verlosung, auch sehr, sehr nice. Also wenn ihr noch ein bisschen Ingame Money hier auf Griefer Games gewinnen möchtet, dann schaut euch gerne hier dieses Video bis zum Ende an, würde mich sehr, sehr freuen. Und war wirklich wieder extrem viel Arbeit, das Ganze hier zu schneiden und alles zu organisieren und so. Deswegen wäre es auch mega cool, wenn ihr vielleicht ein Abo und ein Like da lassen könntet. Würde mich mega unterstützen und freuen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr solche Videos öfter sehen wollt. Und damit würde ich sagen, jetzt aber genug gelabert. Los geht's mit dem Video. Viel Spaß. Dann beginnen wir, würde ich sagen, mal mit der ersten Runde hier. Und zwar stellt euch bitte mal alle ganz kurz vor, dass wir so wissen, wer ihr seid. Und ganz wichtig, sagt euch dazu, was ihr mit dem Geld machen würdet, falls ihr die 50.000 gewinnt. Hallo, ich bin Nixi und ich würde dem Kanalmitglied Poxy HD verschenken, weil der ist seriös und der ist arm. Guten Tag, ich bin der VWini und ich würde mir von dem Geld Labimod Cosmetics kaufen. Ich bin Remaster und würde mir von dem Geld ein Hustick oder ein Doppelgrauen Prefix haben kaufen. Ich bin Commander Java. Mit den 50.000 würde ich wahrscheinlich das in mein neuer Merch investieren, worauf ich eine nice Cyberpunk City baue, woran sich andere Leute dann erfreuen können. Oder vielleicht packe ich es auch in eine Art Community Spawner. Ich bin Hormes Weinland und ich würde mit dem Geld so lange sparen, bis ich den rot-weißen Prefix habe. Dann würde ich sagen, ihr habt euch jetzt alle mal vorgestellt und gesagt, was ihr machen würdet, wenn ihr das Geld gewinnt. Jetzt kommt es auch schon hier zum ersten Voting. Und zwar könnt ihr jetzt schon direkt entscheiden, wer quasi den schlechtesten Grund genannt hat. Und den könnt ihr jetzt direkt schon mal rausvoten. Ich würde sagen, fangen wir mal an hier. Als Nixi, du hast die Wahl, bist hier als erstes dran. Wen möchtest du hier aus der Runde raushauen? Wie Master GRG, würdest du den Himstick in deine oder den Stick in deine EC packen? Ja, schon. Dann vote ich dich, weil ich hasse Flex-ECs. Oh, okay, dann hat Remaster jetzt schon mal hier einen Vote, aber kannst dich natürlich, wenn du magst, natürlich auch rächen. VWini, du darfst die nächste Entscheidung treffen. Wen willst du rauswerfen? Ich möchte Commander Jabba rauswählen, weil Cyberpunk ein schlechtes Spiel ist. Ich würde einen Snixi rauswerfen, weil sie Flex-ECs hast. Ich würde Remaster GG aus voten, weil ich 50.000 für einen Stick einfach eine schlechte Investition finde. Das ist doch eine schöne, schnelle Begründung. So geht es, Leute. Bitte überlegt euch das so. Okay, ja, war gut. Und Hommes Weimarath, du jetzt noch hier als letztes. Für wen entscheidest du dich? Also ich nehme auch Remaster, weil es ist eigentlich, für was, warum kaufst du für 50.000 einen Stock? Okay, dann I guess Remaster, es tut mir sehr leid, du bist leider in der ersten Runde hier raus, weil ja, ich glaube, der Stock hat jetzt nicht so vielen gefallen als Begründung. Schade, Remaster. Remaster, wenn ich gewinnen sollte, kriegst du von mir einen Böbis. Ciao, Remaster, tschüss. Dann machen wir mal die mit der zweiten Runde. Ist jetzt eigentlich eine ähnliche Frage wie in der ersten Runde, aber trotzdem, warum findet ihr, habt genau ihr das Geld auf Griefer Games verdient? Erstmal, ich bin Dixi. Ich verschenke das Geld ja, von dem her, ich brauche es nicht. Also theoretisch, wenn ich verliere, habe ich persönlich nichts verloren. Aber ich würde gerne halt Poxy eine Freude machen, deswegen. Okay. Ich nicht. Okay, auf jeden Fall eine gute Begründung. Dann, VWini, mach du mal weiter. Warum hast du es verdient? Ich habe das Geld verdient, weil ich so einen teuren Lebensstil habe. Und ich brauche das. Ja, okay, auch keine schlechte Begründung. Dann, Commander Chao, was sagst du? Also, so generell würde ich das Geld nicht für Materialien brauchen, aber würde es natürlich viel einfacher machen, wenn man einfach einkaufen gehen kann und nicht so viel farmen muss. Natürlich, okay, das macht Sinn. Hommes Weinblatt, was würdest du sagen?
weiß, ich bin dumm, aber ich würde es machen, weil ich 110.000 schon in diesem Jahr verloren habe. Uff, das ist natürlich auch sehr, sehr belastend. Ja, ist jetzt schwierig, eine Entscheidung zu treffen, aber ins Nächste, du darfst du immer hier anfangen. Wen würdest du denn hier jetzt rausvoten? Homus, es tut mir leid, aber ich fand VW nicht Antwort einfach zu wild. Ach, okay. Homus, mein Rat hat leider ein Wort bekommen von Nixie. Winnie, jetzt darfst du dich entscheiden. Wen nimmst du? Also, Nixie möchte ich nicht voten, weil sie das Geld verschenkt und das finde ich okay, weil vielleicht schenkt sie auch mir irgendwann mal Geld. Commander Jabba möchte ich auch nicht voten, weil ich verstehe das mit dem Einkaufen und deswegen vote ich Weinblatt. Uff, Weinblatt schon mit 2 Votes. Jetzt kommt's drauf an, Commander Jabba. Wen nimmst du? Auch Weinblatt oder jemand anderen? Also, was jetzt relativ egal ist, aber ich hätte trotzdem V-Winnie genommen, weil ich meine, mit seinem extravaganten Lebensstil ist es einfach nur der pure Flex und diese Leute gehen mir meistens auf den Sack. Ui, da kommen schon die ersten Fronts. Homies, mein Bad, wie stehst du dazu? Wen nimmst du? Ja, eigentlich auch V-Winnie. Okay, dann haben wir jetzt einen Unentschieden. Homies, mein Bad hat 2 Votes und V-Winnie hat 2 Votes. Wir hatten ja gerade einen Unentschieden bei den Votes und zwar hat Thomas Weinblatt 2 Votes bekommen und Fawini hat auch 2 Votes bekommen. Aber rein zufällig ist Fawini genau ein paar Minuten später einfach ausgetimt und ist jetzt leider vom Server und vom Teamspeak gegangen. Deswegen würde ich sagen, ja, Schicksal hat die Entscheidung getroffen, Fawini ist leider raus und wir haben jetzt hier schon die Top 3 um die $50.000 und wir machen hier weiter mit der letzten, mit der vorletzten Frage und dann haben wir hier schon das Finale und zwar jetzt. Müsst ihr bitte alle sagen, warum genau ihr das Geld nicht verdient habt. Also warum ihr es eher nicht verdient habt. Und jeder gibt bitte eine ehrliche Antwort. Ihr könnt auch lügen, wenn ihr wollt. Aber ja, danach geht es wieder in Voting. Ich würde sagen, Nixi, du kannst mal beginnen. Warum hast du das Geld nicht verdient? Erstens, weil ich Manu in seinen Streams mobbe. Und zweitens, weil ich einen extravaganten Lebensstil besser finde, als einem Gescampten sein Geld wiederzugeben. Ui, okay. Ja, dann Commander Chava, was sagst du? Also, erstens, weil ich das Geld einfach an sich nicht brauche. Und zweitens, weil ich, glaube ich, in Shops sehr viel Geld für unnötigen Stuff ausgebe. Okay, auf jeden Fall auch ein guter Grund. Und Homer Swamblatt, du jetzt hier als letztes, wieso hast du es nicht verdient? Weil ich mir meinen Mittelsmann ranholen sollte und nicht immer die ganze Zeit, Ja, auf jeden Fall auch alle drei hier mit einem sehr ehrlichen Grund. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig wird, hier für Nixie zu entscheiden. Nixie, wen nimmst du? Weinblatt oder Commander Jabba? Wen willst du rausworten? Sorry, aber na, ich weiß nicht. Jetzt ist es, alle Gründe sind sinnvoll. Ah, wen nimmst du? Entscheid dich. Aber ich nehme Jabba, weil Homus hat jetzt aus seinen Fehlern gelernt. Deswegen hat er meiner Meinung nach trotzdem das Geld verdient. Okay, auf jeden Fall auch eine gute Begründung. Commander Jabba, für wen entscheidest du dich? Ich finde es auch generell sehr schwierig. Das sind alles relativ gute Gründe. Ich habe mich aber jetzt entschieden für eins Nixie. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mir nicht so gefallen, wie sie Scammer ausgesprochen hat. Ja, okay. Auf jeden Fall auch ein ganz guter Grund. Homies, Weinblatt, jetzt liegt's an dir. Wer fliegt raus? Ich würde Commander Jabba voten, weil er hat ja gerade gesagt, er braucht es eigentlich gar nicht. Okay. Ja, dann stehen die Votes, Commander Jabba. Es tut mir sehr leid, aber du bist leider hier in der vorletzten Runde raus. Jetzt haben wir dann gleich schon das Finale, Commander Jabba. Trotzdem vielen Dank dir fürs Mitmachen. Und ja, wir sind jetzt hier schon mal im Finale. Im Finale haben wir nochmal einen ganz besonderen Spielmodus hier. Und zwar müsst ihr euch jetzt entscheiden, entweder ihr teilt euch das Geld und ihr beide kriegt 25.000 oder einer von euch kriegt die 50.000 und der andere kriegt nichts. Und zwar werden wir das so machen. Ihr müsst mir dann gleich im Teams, ihr habt kurz noch Zeit, ich würde sagen, ihr habt noch so eine Minute Zeit, euch gegenseitig zu beraten und zu sagen, was ihr wollt. Ihr könnt den anderen noch anlügen, also ist, glaube ich, auch ganz funny. Wenn ihr das Geld für euch haben wollt, dann lügt einfach mal den anderen schnell an und dann könnt ihr es euch selbst quasi snacken. Und wenn ihr euch dann fertig beraten habt, ihr könnt natürlich bei der Beratung auch lügen. Und wenn ihr euch dann, ihr müsst euch halt für euch selbst quasi entscheiden. Und wenn ihr euch entschieden habt, ob ihr das Geld teilen wollt mit dem anderen oder ob ihr das nicht sinnvoll findet und es halt nur für euch selbst haben möchtet, dann schreibt mir, falls ihr es aufteilen möchtet, das Geld, wenn ihr euch gleich beraten habt, falls ihr es aufteilen möchtet, schreibt mir dann gleich im Teamspeak eine 1, privat einfach, bei Privatnachricht. Und falls ihr das Geld für euch alleine haben möchtet, dann schreibt mir bitte im Teamspeak eine 2. Und falls ihr beide eine 1 schreibt für aufteilen, dann kriegt ihr beide $25.000. Und falls ihr beide eine 2 schreibt, also falls ihr beide sagt, dass ihr das Geld nur für euch haben wollt, dann kriegt niemand das Geld.
Und falls einer von euch eine 1 schreibt für aufteilen und falls einer von euch eine 2 schreibt für behalten, dann kriegt natürlich derjenige das Geld, der die 2 geschrieben hat, für behalten. Ist, glaube ich, halbwegs logisch. Damit würde ich sagen, liebe Leute, ihr könnt euch jetzt mal eine Minute beraten, Nixi und Thomas Weinblatt. Und ja, mal schauen, ob jemand lügt. Ja, teilen, ne? Teilen ist das Sinnvollste. Weil, jetzt wenn, also jetzt theoretisch, wenn zum Beispiel du alles bekommen würdest, meine, klar, behalten hast du dich so, aber dann hast du echt schlecht. Also ihr wenn sagt... Wenn du 2 machst, dann bist du für mich ein Scammer. Ich mach keine 2. Okay, also ihr sagt beide, ihr behauptet beide, dass ihr die 1 nehmen werdet. Ich meine, wenn ihr theoretisch ich jetzt trollen würde und 2 nehmen würde und eben 25k payen wollt und ihr dasselbe vorhat, kriegt einfach keiner das Geld. Ja, also ihr sagt beide, ihr nehmt jetzt die 1 und ihr vertraut euch jetzt gegenseitig. Ja. Okay. Ja. Perfekt, dann schreibt mir bitte jetzt auf Teamspeak einfach bei Privatnachricht eure Nummer, die ihr nehmt. 1 oder 2? 1 oder 2, was nehmt ihr? So, ich habe jetzt das Ergebnis von euch beiden und ihr habt jetzt beide geschrieben, was ihr wollt. Ihr wisst, 1 stand für aufteilen und 2 stand dafür, dass nur derjenige, der die 2 nimmt, das Geld kriegt. Wenn ihr beide die 2 nehmt, wie gesagt, kriegt niemand was. Und bei der 1 kriegt ihr beide 25k. Wir haben jetzt das Ergebnis und ja, ich werde jetzt mal sagen, ihr habt mir beide bei Teamspeak tatsächlich eine 1 geschrieben. Das heißt, ihr habt euch auf jeden Fall gegenseitig hier vertraut. Keiner hat das Vertrauen ausgenutzt. Ihr kriegt jetzt beide $25.000 HGW auf jeden Fall. Danke, dass ihr dabei wart. Leute, lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn ihr solche Videos öfter sehen wollt. Ist mega viel Aufwand, sowas hier zu machen. Also ja, gerne abonnieren, liken, in die Kommentare schreiben. Und ganz wichtig, join auf unseren Discord, wenn ihr in so einer Aufnahme selbst mal dabei sein wollt. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß, wünsche euch beiden mit den 25k auf Griefer Games. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, die beiden haben gerade noch eben gesagt, als die Aufnahme eigentlich schon zu Ende war, dass sie beide noch 5k verlosen wollen in den Kommentaren. Und zwar schreibt einfach in euren Kommentar Hashtag Roter Panda oder und Hashtag Fuchs. Dann könnt ihr insgesamt $10.000 gewinnen von den beiden. Die ehren sie, geben sogar beide 5k von den Gewinn ab. Also ihr wisst, Videos zum Ende anschauen, lohnt sich eigentlich immer. Also einfach Hashtag Fuchs und Hashtag Roter Panda in den Kommentar schreiben, Kanal abonnieren und dann kriegt ihr auch schon 10k, wenn ihr Glück habt. Das war es jetzt aber wirklich. Tschüss, Leute.